Also die KRAAL-Studien, damit haben wir angefangen 2003. Das war erstmal ein Projekt politisch-theoretischer Selbstverständigung von uns als einer kleinen politischen Gruppe. Und wir konnten dann die Arbeit verstetigen, haben ein KRAAL-Institut gegründet 2006. Und ein Projekt des Instituts sind die KRAAL-Briefe, wo wir eben halt bisher unveröffentlichte Texte von KRAAL aus dem Nachlass öffentlich zugänglich gemacht haben, und mit Unterstützung der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Stiftung für Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts. Weil wir einfach gesehen haben, dass obwohl KRAAL bis heute eine große Bedeutung in der Theoriegeschichte der neuen Linken zugesprochen wird und obwohl er als Geheimtipp in der radikalen Linken gilt, ist mal wieder, ähnliches könnte man für Dutschke sagen, desaströs aussieht, was den Nachlass, die Zugänglichkeit einfach des Werkes angeht. Also das ist auch so ein Ausweis für die Geschichtslosigkeit und die Brüche in der neuen Linken. Und dem wollten wir entgegenarbeiten. Ja, und umso mehr lohnt es sich ja, dass wir uns vielleicht so ein bisschen diesem Hans-Jürgen Krahl annähern. Interessant ist ja da vielleicht zunächst, sich seine politische Biografie anzuschauen, weil als er sich politisch orientiert hat, am Anfang in seiner Jugendzeit, er ja durchaus erstmal sich auf der rechten Seite orientiert hat. Also er war ja Mitglied in einem rechtsesoterischen Zusammenhang. Er war Teil der Jungen Union, war auch ja Burschenschaftsmitglied. Wie kam es denn dazu, dass er sozusagen von dieser politisch rechten Orientierung zunächst erstmal dann ja zu einem Theoretiker des SDS und der Neuen Linken geworden ist? Also Krahl ist vor Gericht gestellt worden im Zuge einer Aktion auf der Frankfurter Buchmesse. Da ging es um die Verleihung des Friedenspreises für den damaligen Präsidenten des Senegal, Senghor. Und er wurde wegen Landesfriedensbruchs angeklagt. Und während des Gerichtsverfahrens machte er dann freie Angaben zur Person. Die sind veröffentlicht worden in Konstitution und Klassenkampf, einem Sammelbuch, das nach seinem Tod erschienen ist. Und da reflektiert er eigentlich sehr genau seinen eigenen Werdegang mit den Stufen, die das beinhaltete. Und er reflektiert eben diese Sympathien für den Ludendorff-Bund und das Engagement in der Jungen Union auf die Ungleichzeitigkeit in den finstersten Teilen, wie er sagt, der deutschen Provinz, in den finstersten Teilen Niedersachsens. Er ist in Sarstedt geboren, 1943. Verwirft aber gleichzeitig diese Bildungsstufen nicht einfach, sondern ist sich derer Doppeldeutigkeit bewusst. Also beginnt zum Beispiel damit, dass er begriffliches Denken anhand der Mystik von Meister Eckhart und Rosita von Gandersheim gelehrt bekommen hätte und macht dann die oft überlesene Bemerkung dazu, dass das aber nicht nur finsterste Unmündigkeit bedeutet aus Sicht der Herrschenden, sondern auch in marxistischer Sicht, aus Sicht Ernst Bloch, da auch utopisches Denken drin steckt. Und ähnliches gilt dann für seine Beurteilung der christlichen Kirche. Er schreibt das oder er sagt vor Gericht, dass er über die christliche Kirche, über den Gehalt der CDU sich selbst aufklären konnte, weil er erstmals in der Kirche überhaupt vom Widerstand gegen den Faschismus, namentlich Bonhoeffers, erfahren hat und misst sozusagen die CDU, ihm wurde der Maßstab gegeben, die CDU an dem eigenen Anspruch zu messen. Und da gibt es schon auch Parallelen, auffällige Parallelen zu Dutschke, der eben in ähnlicher Weise beschreibt, wie er christlich sozialisiert, über die Scham, über das Geschehen im Holocaust politisiert und zum Sozialisten geworden ist. Und das ist nachvollziehbar in ähnlicher Weise bei Krahl. Da gibt es ein Romanfragment, das nicht veröffentlicht wurde bisher. Thankmar heißt das. Das hat Gerd Köhn einmal in der Presse vorgestellt. Und Thema des Fragmentes ist halt eine Liebesgeschichte zwischen einem deutschen Thankmar, den man durchaus als alter Ego Krahls identifizieren kann, und einer Jüdin. Und das sind so Bildungsstufen. Aber ganz wichtig, was er selbst sagt in den Angaben zur Person, ist der Ekel an dem Gesicht der herrschenden Klasse, könnte man sagen, der ihn angekommen ist. Und
nachdem er rausgeflogen ist aus einer schlagenden Verbindung, der auch noch anfänglich angehörte, wegen eines autoritären Aufstandes gegen einen alten Herrn, was man sich da auch immer drunter vorstellen mag, beschloss er, die herrschende Klasse gründlich zu verraten. Das ist so eine Anleihe bei Georg Lukács, der eben dann von dem individuellen Klassenverrat der Intellektuellen an der herrschenden Klasse spricht, und so begreift das eben auch Kral. Ja, und er kommt dann eben, er wird 64 dann SDS-Mitglied und zieht nach Frankfurt. Erst hatte er in Göttingen studiert und studiert dann eben bei Adorno. Ja. Und dann könnte man sagen, dass Hans-Jürgen Krahl ja dann innerhalb des SDS doch eine relativ wichtige Rolle gespielt hat. Also er war neben Rudi Dutschke doch einer der Sprecher oder hat oft sozusagen der Öffentlichkeit gesprochen für den SDS, auch wenn Hans-Jürgen Krahl wesentlich weniger bekannt ist als Rudi Dutschke. Da lohnt es sich dann vielleicht zu schauen, was für eine Rolle hat denn Hans-Jürgen Krahl innerhalb des SDS gespielt, inwiefern, was hat er beigetragen, was hat er vielleicht für Themen reingetragen oder aufgenommen innerhalb dieses Zusammenhangs? Ja, also das waren im Grunde die beiden Hauptströmungen, die durch Krahl und Dutschke repräsentiert wurden, der antiautoritären Richtung. Also bevor der SDS die antiautoritäre Linie einschlug, die dann eben letztendlich ihm den politischen Erfolg brachte, musste er sich natürlich innerverbandlich erstmal durchsetzen. Und das passierte über Dutschke. Es gibt eben halt die Geschichte von dem Oberreifenberg-Seminar 66, wo er antreten musste gegen halt traditionelle Linkssozialisten, könnte man sagen, die grundsätzlich sich unterschieden in der geschichtlichen Lage, in der Beurteilung der geschichtlichen Lage von Dutschke, dass nämlich es so ist, nach Dutschke, dass die Apathie der Massen, die Integration der Arbeiterbewegung ein historisches Produkt darstellt, aber sozusagen nicht eine folgerichtige historische Entwicklung, ein historisches Entwicklungsresultat. Und Dutschke griff dann auf eine Offensivtheorie aus den 20er Jahren zurück, also an den Punkt der Geschichte, wo sie viel gegangen ist, wo das Kräftegleichgewicht zwischen Revolutionären und Opportunisten in der Arbeiterbewegung zu einer Blockade geführt hatte, das durch Offensivaktionen durchbrochen werden müsste. Und an dieses Konzept angelehnt entwickelte dann eben Dutschke seine Strategie von Aufklärung und Aktion, die dann eben die Verbandspolitik die nächsten Monate bestimmt hat. Krahl kam aus einer anderen Richtung, aber zu ähnlichen Schlüssen, nämlich vor allen Dingen in der Auseinandersetzung mit der kritischen Theorie, mit der Frankfurter Schule, drang er eben gegen seinen Lehrer Adorno auf die bestimmte Negation. Also die negative Dialektik Adornos, die letztendlich den historischen Stillstand als unaufhebbar hypostasierte, also unentrinnbar, der stellte Krahl die bestimmte Negation entgegen und forderte sie ein und kam deswegen auch dazu nachzudenken, wie sozusagen die Integration durchbrochen werden könnte, die jetzt die Apathie der Arbeiterklasse erst möglich gemacht hatte. Und auf dem 22. Delegiertentreffen des SDS dann 1967 fanden die beiden, Dutschke und Krahl, eben zusammen und entwarfen letztendlich mit dem Organisationsreferat das Programm für die Hochphase dann der antiautoritären Revolte. Du hast schon das Verhältnis zwischen Hans-Jürgen Krahl und Adorno angesprochen und du hast gesagt, dass Hans-Jürgen Krahl gegen seinen Lehrer Adorno gedrängt hat auf dieses Motiv der bestimmten Negation. Vielleicht können wir das auch noch ein bisschen näher ausführen, deswegen, weil ja, es gibt so ein paar Filme über 1968, wo dieser Konflikt zwischen Adorno und Krahl dann sehr zentral dargestellt wird. Es kam ja dann zu einer Institutsbesetzung des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt und es gab ein Gerichtsverfahren daraufhin und es sieht alles aus wie so ein Vatermord, dass Hans-Jürgen Krahl dann sozusagen seinem kritischen Vater sozusagen den Todesstoß versetzt hat. Ich weiß nicht, ob das so genau stimmt, aber vielleicht können wir dieses Verhältnis zwischen Adorno und Krahl, wie es sich entwickelt hat, ein bisschen einfangen. Ja, also das ist schon also Schüler-Lehrer-Verhältnis zunächst gewesen und man könnte halt sagen, dass Krahl sich halt gegen Adorno gewandt hat mit dem
Impetus auch der, vor allen Dingen der frühen kritischen Theorie. Also er hat ja nach Adornos Tod, der übrigens bald nach diesem Gerichtsverfahren, in dem die beiden nochmal aufeinander stießen, erfolgte, einen Artikel veröffentlicht, in dem er genau dieses Verhältnis reflektiert, und Krahl beurteilt sozusagen die Beschränkung der kritischen Theorie, die er überschritten hat, in dem Faschismustrauma, an dem Adorno zeitlebens gelitten hätte und an das er gebunden geblieben wäre, in der Form, dass eben es einfach die Angst gab, eine faschistische Reaktion hervorzurufen durch revolutionäre oder auch nur radikaldemokratische Aktionen der Studenten. Und diese Furcht, die hat sich aber auch auf die Theorie ausgewirkt, eben in Form dieser unbestimmten oder reinen Negativität. Wenn Adorno etwa das ganz andere hypostasiert, schlägt das natürlich im nächsten Moment in Affirmation des Bestehenden um, mit dem die Kritik nichts verbindet, mit dem sie aber auch keine Angriffspunkte mehr teilt. Und wenn man zwischen allen Stühlen sitzt, dann kann das auch ganz bequem sein, weil es eben halt dann auch keine Auseinandersetzung mehr geben muss, man sozusagen entrückt ist. Und das hat ja dazu auch beigetragen, dass viele davon gesprochen haben, die kritische Theorie wäre die intellektuelle Gründung der Bundesrepublik gewesen. Also dieses Renommee, was die späte kritische Theorie, muss man sagen, in der Bundesrepublik genießt, ist auf ihren entpolitisierenden Effekt doch wohl eher zurückzuführen. Und das hat eben halt Krahl durchschaut. Allerdings, wie ich das eben schon in Momenten seiner Biografie versucht habe darzustellen, nicht ohne das Versprechen, was in ihr angelegt war, zu bewahren. Und dieses Versprechen war halt, das Individuum gegen seine Zurichtung einer total verwalteten Welt zu bewahren. Nur war sich Krahl dessen bewusst, dass das nicht passieren könnte in einfacher Negation, in innerlicher Emigration, sondern dass es dazu einen kollektiven Handelsbedarf, so könnte man sagen. Hans-Jürgen Krahl hat die Phase des anti-autoritären Protests mal bezeichnet als eine Trauer der Studenten um bürgerliche Verkehrsformen, um bürgerliche Freiheiten. Und ich denke, an solchen Formulierungen sieht man durchaus auch die Nähe zu jemandem wie Adorno, dieses Trauermotiv und auch sozusagen dieses Bewusstsein, dass es da um Bürgerlichkeit gibt und da etwas verloren geht. Nur ist jetzt bei Hans-Jürgen Krahl ja so ein bisschen der Drive, das Ganze zu übertragen auf eine Reflexion der Klassenverhältnisse. Und das ist ja ein Problem, das sich dann auch für die Studentenbewegung stellt, die sehr bald reflektiert, und Hans-Jürgen Krahl gehört zu denen, die das reflektieren, dass es eine Grenze gibt, wenn es keine Beziehung zum Proletariat gibt. Und jetzt ist aber sozusagen diese Verbindung, die hergestellt werden soll für Hans-Jürgen Krahl, so wie ich das gelesen habe, keine äußerliche Verbindung, sondern womit er ja beginnt, ist zunächst erstmal auch seinen eigenen Bereich mit der Brille der Klassenverhältnisse zu lesen, also sich zu fragen, wo steht man eigentlich selber innerhalb der Klassengesellschaft? Und als Student ist diese Frage natürlich gestellt als Frage nach der Rolle der Wissensarbeit in einem bestimmten historischen Abschnitt. Kannst du das ein bisschen ausführen, was Hans-Jürgen Krahl da gemacht hat, wenn er versucht hat, eben wissenschaftliche Intelligenz, Wissensarbeit und Proletarität in Beziehung zueinander zu setzen? Ja, also er hat erstmal reflektiert auf den Prozess der Verwissenschaftlichung der Produktion. Das heißt, also wissenschaftliche Intelligenz wird integraler Bestandteil des Gesamtarbeiters nach einem Begriff von Marx. Und als solcher bildet er eben auch einen Moment von Bildung, von Bewusstheit, die nicht von außen in den Produktionsprozess hineingetragen werden muss, wie in leninistischen Modellen, sondern eben genuin im Gesamtarbeiter angelegt ist. Allerdings darf man das jetzt auch nicht missverstehen, wie es auch missverstanden wurde, wenn Krahl davon sprach, dass die wissenschaftliche Intelligenz zum kollektiven Theoretiker werden müsse. Dass es da nur um die Vermittlung von fertiger Theorie an die anderen Teile, die Handarbeitsteile des Gesamtarbeiters ginge.
sondern es geht vor allen Dingen darum, und das hast du ja eben schon angesprochen, die eigene Proletarisierung zu reflektieren und die eigene Formbestimmtheit der Theorie durch den Entfremdungszusammenhang. Also anstatt die Überheblichkeit der Intellektuellen gegenüber der Arbeiterklasse zu perpetuieren in falscher Bescheidenheit, die, was dann später in der Autonomiebewegung durchschlug, die dann sich sozusagen meinen, zurückhalten zu müssen, damit dann auch autonome Erfahrungen gemacht werden könnten, verstand Krahl das als zwei Seiten, die sich wechselseitig aufzuheben hätten, also durch eine Proletarisierung, sprich Organisierung der Intelligenz und eine Intellektualisierung des Proletariats. Das ist ohnehin die Grundfigur eigentlich des Krahlschen Denkens, dass es immer den Zusammenhang der Widerspruchsseiten aufzuheben gilt und nicht die Vereinseitigung der Widersprüche, sondern eben ein neues Verhältnis an die Stelle dessen zu setzen, wer was sich im Gegensatz oder im reflexiven Verhältnis aufeinander bestimmt. Nun ist Hans-Jürgen Krahl ja sehr früh gestorben. Er ist gestorben in der Phase, wo der SDS sich gerade aufgelöst hatte. Und ich fände es interessant, da auch nochmal zu schauen, was für eine Position er da eingenommen hat. Weil du hattest das vorhin schon angesprochen. Es gab ja innerhalb des SDS dann vor allen Dingen auch gegen Ende dann zwei Fraktionen, die sich gegenüberstanden. Auf der einen Seite der anti-autoritäre Flügel, eher so, der dann später vielleicht zur Sponti-Fraktion auch geworden ist. Und aber auch sozusagen mit der Organisationsfrage, die dann immer wichtiger wurde, nachdem man auch gemerkt hatte, die Bewegung hat vielleicht eine Grenze, sind dann wieder stärker geworden, Fraktionen, die vielleicht so neoleninistisch waren und die K-Gruppen mit vorbereitet haben. Innerhalb dieser Gemengelage, was hat Hans-Jürgen Krahl da für eine Position eingenommen? Ja, also er hat sich gegen den Verfall und für das Bewahren des anti-autoritären Erbes, es ging ja damals die Parole von der Liquidation der anti-autoritären Phase im Sinne jetzt des Aufbaus leninistischer Kaderparteien. Er hat sich für die Theorie ausgesprochen, und zwar in Konfrontation mit diesem Phänomen, was Oskar Negt etwas unglücklich Überpolitisierung genannt hat. Also es war ja doch im Kern zumindest getragen von Studenten, die irgendwann ihr Studium aber auch abschließen mussten, die in den Beruf gehen mussten. Und ihnen stellte sich sozusagen die Alternative, entweder langfristige Prozessgestalten für den revolutionären Weg zu finden, Organisationsformen, die eine revolutionäre Berufspraxis möglich machten, oder eben halt die politische Entwicklung weiter zu eskalieren zu versuchen, um dann doch noch irgendwie einen Durchbruch zu erreichen, möglichst vor Abschluss des Studiums. Und diese Art von Überpolitisierung, die dann eine Eigendynamik entwickelt hat, der die Studenten weder theoretisch noch praktisch gewachsen waren und die dann eben zu regressiven Formen wie der Rückwendung zum Bolschewismus geführt haben, der stellte eben Krahl Überlegungen zur Organisation entgegen, die darauf abzielten, halt im eigenen Tätigkeitsfeld, in einem eigenen Beruf, auch eben in der Universität Formen zu finden, die eine langfristige Perspektive eröffnen, auch eine biografische Perspektive eröffnen. Und das mündete, Krahl ist früh gestorben, aber auch Ansätze von seinen Überlegungen mündeten zumindest im Sozialistischen Büro, das 69 gegründet wurde, und dessen Arbeitsfeldansatz, wo man sich auch explizit auf Krahls Gedanken bezog. Nun sind gerade die Langfristigkeit von Bewegungen und was das so sozusagen für einen selber bedeutet, ja auch Fragen, die man sich heute wieder stellen kann. Vielleicht nur als abschließende Frage, weil du eingangs erwähnt hattest, dass viele der Texte von Hans-Jürgen Krahl noch nicht veröffentlicht sind. Du hattest auch von einem unveröffentlichten Romanfragment gesprochen. Wenn man sich mit Hans-Jürgen Krahl auseinandersetzen möchte, gibt es ja diesen einen Sammelband von Texten, Konstitution und Klassenkampf. Mit was kann man denn noch rechnen? Wird es noch eine weitere Edition von Texten von Krahl geben? Das ist zu hoffen, ja. Es ist allerdings so, dass wir neben der sehr positiven Erfahrung, dass Genossen dann bereit waren, eben uns auch für die Krahlbriefe was zur Verfügung zu stellen, leider aber auch
die bedauerliche Erfahrung gemacht haben, dass einige doch eher ihre, also statt der Politisierung des Privaten, eine Privatisierung der Politik betreiben. Und das macht das Ganze etwas vertrackt. Ich hoffe es sehr, dass es eine weitere Veröffentlichung geben wird. Und ja, wir werden da auch dran mitarbeiten.